Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Beim Anbau von Baumwolle wird meistens viel Pestizid und Kunstdünger gebraucht. Und auch das Färben ist oft eine grosse Belastung für Mensch und Umwelt. Wenn Sie trotzdem nicht auf modische und bequeme Baumwoll-Sommerkleider verzichten wollen, wäre das da für Sie bestimmt eine Alternative. Die GOB Naturalein-Kollektion, hergestellt aus Bio-Baumwolle, chemiefreier Verarbeitung und schwermetallfreiem Färbeverfahren. Ist der wichtigste Partner im Pionierprojekt Maikal in Indien, wo die Bio-Baumwolle für die Naturalein-Kollektion herkommt. Und dass sich indische Baumwolle und westliche Mode perfekt ergänzen, das haben wir jetzt ja gerade gesehen. Auch in der Küche sind Produkte aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft hochaktuell und spielen darum meistens auch in unserem Rezept eine wichtige Rolle. Das mal übernimmt das der Vollkorntoast von Naturaplan, der seit einiger Zeit in unseren Läden erhältlich ist. Was man damit, ausser denn zum Morgen mit Butter und Konfit zu bestreichen, auch noch machen kann, das zeigt Ihnen jetzt der Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Ein regelrechter Biotoast, zum Beispiel mit Eier, Milch und Mozzarella von Naturaplan. Grüezi miteinander. Der Mozzarella gut abtropfen und in Scheiben schneiden. Ein Ei mit Milch verquirlen und gehackten Basilikum dazugeben. Jetzt den Vollkorntoast drin wenden und tränken. Mit Mozzarella belecken. Gehackte Sardellen drüber streuen und kräftig würzen. Mit einer Toastscheibe abdecken, fest andrücken. Im Paniermehl wenden und nochmal gut andrücken. Dann im heißen Butterfett goldbraun backen. Den Toast auf einem Teller anordnen und mit einem Salatbouquet garnieren. Und schon ist die schnelle Mahlzeit für einen grossen oder kleinen Hunger parat. Die, die es nochmal nachlesen möchten, finden das Rezept wie jede Woche in der Coop-Zeitung auf der Seite mit den Aktionen. Viel Vergnügen! Das ist der Tong Kua Li, ein Kraftpaket am Pauschenpferd. Und das ist die Mini-HiFi-Anlage FW395 von Philips, ein Kraftpaket zum Wendler zittern. Das Ultra-High-Power-Center zum Musiklosen mit 2x200 Watt, Tuner mit 20 Fixstationen, Dreifach-CD-Wechsler, Auto-Reverse, Doppelkassettendeck und Drehwerk, Bassreflexboxen offeriert Ihnen Interdiscount jetzt 300 Franken günstiger. Und noch mehr starke Ideen finden Sie im neuen Interdiscount-Prospekt in Ihrem Briefkasten. Auch in unseren Läden können Sie jetzt wieder zünftig sparen. Es warten nämlich wieder zahlreiche Aktionen auf Sie. Tomaten aus Holland und Belgien zum Beispiel kosten per Kilo 2,90 €. Und ein Liter Coop Sonnenblumenöl 2,70 €. Magnum Premium Lutscher Almond in der 5er-Packung kommen Sie über für 6,20 €. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 Frottefix-Lindtücher in vielen modischen Farben für 20 Franken. Abgeschlagen haben Boulet-Brustschnitzel von Goldstar und kostet ab sofort nur noch 5,80 €. Im Coop-Restaurant gibt es diese Woche Boulet-Schenkel an Rotweinsauce mit einer Grießschnitte und Wischirübli und das nach wie vor für weniger als 10 Franken. Eine besondere Reise nach Thessaloniki, der europäischen Kulturhauptstadt 1997, offeriert Ihnen Coop-Extra-Reisen.
Während 5 Tage können Sie unter anderem herrliche Schätze aus den byzantinischen Klöstern vom Berg Athos bewundern. Sie besuchen aber auch das Museum für antike Musikinstrumente und nehmen an einem Konzert mit renommierten Künstlern teil. Als weiteren Höhepunkt stehen eine Schifffahrt am Berg Athos entlang mit Blick auf die Klöster zwischen den steilen Küstenfelsen und einen Ausflug nach Pella und Vergina auf dem Programm. Die exklusive Reise in die Kulturhauptstadt 1997, die bis ins letzte Detail liebevoll für Sie zusammengestellt worden ist, können Sie jetzt telefonisch reservieren bei Coop Extra Reisen 031 329 44 44 031 329 44 44. Und unter der gleichen Nummer kommen Sie übrigens auch weitere Auskünfte über oder Sie können eine ausführliche Dokumentation mit den Reisedaten usw. bestellen. Mit dem Beitrag ist unsere Zeit für heute abgelaufen. Danke fürs Interesse und auf Wiedersehen.